Und wird das jetzt noch entschütteln? Das ist ein Stück Heide. Oh, es ist schön. Das Blut ist hier noch schöner. Hier war schönes Naherholungsgebiet. Aber bloß die Straße da hinten, die würde mir hier stören. Was meinen Sie jetzt denn? Die olle Straße da hinten, dass man die Autogeräusche hier so hört. Ja, das. Hier. Guck, ich hab schon krass Helm mitgenommen. Guck mal. Und da war ja auch ein Schild da hinten. Das ist typisch ein Heide. Oh, das ist schön. Aber blüht ja noch nicht. Wenn das blüht hier, dann ist hier ist so was von schön hier. Aber das ist ein typischer Heideweg hier. Ist schön hier die Ecke. Jetzt weiß ich nicht, wo man hier hin. Das Parzelle. Lachendorf. Zu den Schildern. Hier war ich mit Klaus Dieter. Da war Marianne schon tot, da war ich mit ihm. Und dann war ich da hier einmal mit, ja, mit ihm und dann auch mit Marianne hier. Deswegen, das habe ich wieder erkannt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier noch mal herkomme. Das Blut ist hier bestimmt hier voller.
halt das auch. Ist ja bald Schule und. Also Wesen, dann komme ich auch wieder. Dann mit dem Auto 12 Minuten. Angezeigt. Das ist richtig. Dann links. Links. Müssen wir mal laufen. Die Straße hier. Oh Mann. Hier ist ein breiter Weg, da hat sie recht. Beschreibung hat sie recht. Das ist ein breiter Weg. Ist auch hier. Und hier gehen auch noch Bäume raus. Habe ich irgendwie wiedererkannt. Auch schon 14, 15 Jahre her. 15. Mal genau nach Bernhard Inselmeier Haus. So. Jetzt können wir hier mal gucken. Geht immer noch hier. Ja, das finde ich immer blöd, dass man nicht weiß, wie weiter. So eine Schilder hier. Sollen wir links abbiegen, oder?
Nee. Warum bin ich abbiegen? Kein Mensch hier. Na, hier waren wir nicht. Bergen-Belsen. Gucken, wo mit einkommt. Wenn wir da mal hin. Die Umgebung ist auch schön. Dann rufe ich auch nochmal. Hier ist noch ein Stapel. Nein, nicht abbauen. Was das zu bedeuten hat, weiß ich jetzt nicht. Stück Kennzeichen. Was dieses Kennzeichen bedeuten soll, weiß ich nicht. Wie ein Harz hier, aber bloß die Bäume sind dünner. Viel dünner. Die Bäume.
Viertelstunde 48. Hier nirgendwo abbiegen, so Schild. Privat. Und der Weg ist hier so durchgehend. Heller hier. Mir zu riskant. Wie ein Auto.
Auto hier so durchfährt, das stinkt gleich nach Diesel. Puh. Weg fährt, das ist hier vielen Schild mit Pferd, Forstweg. Oh, herrlich, ein schönes Stück hier. Okay. Alles Laub hier. Eiche. Was für Schiene. Verschiedene Bäume. Thank you.
Ida fährt. Ausgeschildert. Also wenn nochmal 10 Kilometer, wenn da hinten schon 8 wäre, dann kann auch nicht nochmal länger sein. Das verstehe ich gerade nicht. Erstmal noch drauf fahren. Schmerzschwägerung. So, wo ist jetzt ein Schild? Eine Kreuzung, Privatweg. Ach, hier ist eins. Reeperlet. Hallo. Mal hier weiter. Hier muss ich jetzt weiter. Oh, der Weg ist aber nicht so gut. Das ist ja auch wandern. Das sind nur noch 3 Kilometer hin. Sagte, sie sind noch mal 2, denn das ist das Schlimmste hinter mir. Ist aber feucht noch. Schön. Das ist ein hübscher Weg hier. Thank you.
Toiletten ist so barrierefrei. Feucht. Feuchtes Gebiet hier. Und Stöcker hier immer. Das Stück Weg ist schön hier. Aber der Weg bis Schaffenheit ist nicht so gut. Immer die Mücken brüten. Brutstätte für Mücken, wenn es warm ist und da rein.
auch Heide. Das ist ein Weg. Sieht man das schon. Das ist auch Heidegebiet hier. Auch blüht der noch nicht. Lästige Fliege hier. Lösch. Was hier noch ist? Ah, das ist eine Birke. Weg. Na, hier sind die Bäume ziemlich dunkel. Schritttempo. Nur für Forstfahrzeuge. Hier sind auch privat welche durchgefahren. Hier ist kein Schild hier. Wo der Weg denn dann geht. Schöner Weg hier. Von der Natur her schön. Monokultur an Bäumen. Thank you.
auch immer kleine Bäumchen hier. Hier kommen immer wieder kleine Bäumchen nach. Sahen hier aus. Und die 3 Kilometer bald vorbei sein. Ist keine Bank hier. Die Ecke hier. Keine Sitzgelegenheit. Hier ist viel Privatwege. Ist mir aufgefallen. Nee, ist ein Forstweg. Für Pferde. Hier ist wieder schlecht ausgeschildert, die Umgebung. Hier sieht man Eschede wieder. Jetzt noch 5 Kilometer. Aber ich bin erstmal schon mal richtig. Eschede. Thank you.
tief. Schön hier die Ecke. Also hier auf dem Weg kaum Menschen. Radfahrer, die gucken die Gegend nicht an. Die Autofahrer rasen auch nur so durch. Genießen hier gar nicht, wie schön das Blicke hier sind an der Bäume. Wieder ein Auto. Die Luft ist auch noch freundlich. Das könnte ein Ranger sein. Mit der Kleidung. Waldbesitzer. Oh, Steine. Hier ist ein Ort. Hier ist ein Stück Dorf. Privatgelände. Doch nicht drauf. Die Straße hier noch. Ah, hier ist dieser Ort hier. Die Grüne, oder? Oh, qualmt aber gewaltig. So, jetzt habe ich wenigstens ein Ortsschild. Ist nicht viel vom Ort zu sehen hier. Nee.
Drakorn hier wieder. Kann man nicht sehen. Stück Dorf. Nee, hier ist noch ein bisschen Ort. Radweg. Lohe. Dalle. Ne, ich muss hier weiter. 3,5. Ist der Ort schon zu Ende? Nicht bald da. Und diese Straße ist ja furchtbar hier. Oh, langweilig. Vor den Hof. Ferienhäuser. Und da wollte nicht hin. Auto.
Der schmeißt hier auch was ab. Zu trocken. Alles Weihnachtsbäume oder was? Ja. Ganzes Feld voll. Nee, es kommt mal kein Wasser. Kommt Wasser zu sehen, ja. Abendsonne. Thank you.
Pilze fliegen hier. Hesel. Hesel. Hese. Oh, das umgekippte Sitz. Nee, das ist nur Straßenname. Dornbusch im Dornbusch ist die Straße hier. Gedenkstätte? Hier bin ich ja jetzt hergekommen. Gedenkstätte. Für eine Gedenkstätte weiß ich nicht. Das blüht hier. Schön aus. Hier geht die Bahn. Das sieht schon mal besser aus hier. Schon näher hier.
Hier blüht das schön. Gelb und... Jetzt ist es nicht mehr weit. Landkreis Celle. Ach, das ist mit den ICE hier. Da laufe ich jetzt nicht runter. Oh. Jetzt hat Zeit noch. Muss da sein. Nach dem Zug her.
Seite sein. Ein schöner Ort hier so. Nicht gerade die Autos fahren würden. Und dann fährt er weiter. Nee, fahr ich nochmal her. Stinken Autos. Wenn man durch den Wald kommt und ein Ort und Autos fahren vorbei, merkt man das. Hier steht irgendwas Bahnhof oder was? Kann das sein? Ja. Infobahnhof. Gedenkstätte, ja. Ortsmitte. Oh, das ist der Bahnhof.